Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sandless Zone Zero. Ich dachte mir, ich zeig's euch mal. Es gibt ja, wir haben ja vorher eh schon was genommen. Das kommt dann beim Start gleich, wenn man es freigeschalten hat. Okay. Was haben wir denn eigentlich sonst noch irgendwie? Was ist unter mehr? Nachrichten? Entschädigung für das Problem mit der abnormalen Wirkung? Keine Ahnung. Achso. Wirkungsumfang der Fähigkeit für W-Motoren. Spielumfrage von Sandless Zone Zero. Achso, das sind die Umfragen halt. Und... habe ich das nicht schon? Ah, okay. Wir haben 216 sowas, bla 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 bla. Compedium, was sagt das hier? Das sind alle bloß neue Ziele. Hä? Trink einmal Kaffee im Coffee Cap. Kampfsimulation ab hier. Klappe für den einen beliebigen Agenten einmal. Einmal beliebige W-Motor-Modifizierung durch. Okay. Das, warte mal, haben wir hier jetzt dann eigentlich alles? Das ist ja das gewesen, Aufsteiger-Proxy. 15 sind wir noch nie. Oh, wenn wir es auf 30 schaffen, bekommen wir sogar nochmal einen 10er-Zug. Achso, die bekommt man sowieso? Prüfung 5, Ben. Trubelpremiere. Okay. Ist egal, wir haben jetzt erstens die Story und zweitens... Boah, was ist denn mit deiner Folge schon wieder? Alle einsammeln. Okay, passt. Das war bloß das eine. Agenten. Ready for combat. Und zwar unseren S-Charakter. Was ich mich aber grundsätzlich frage, warum gibt es eigentlich immer nur, so gut wie immer, nur zwei Klassen von Charakteren? Es gibt zum Beispiel Genshin 4 Sterne und es gibt 5 Sterne. Es gibt hier auch A-Charaktere oder A-Rang-Charaktere und S-Rang-Charaktere. Ich meine, für was fange ich überhaupt bei der Höhe dann an? Ich meine, wenn es keine B und Ding gibt. Keine Ahnung. Ausrüsten. Ich habe keine Ahnung, was sie eigentlich braucht. Aber wir haben das da. Verwegener Dämon. Effekte können bei Support-Figuren ausgelöst werden. What the fuck are Support-Figuren, Mann? Ist sie eine Support-Figur? Man kann Fähigkeiten aufleveln? Gib dem Dussel eins aufs Dach. Zwei Attacken-Ding. Ausweichen. Okay. Gib dem Dussel eins aufs Dach. Zwei Attacke alle, Mate. Blablabla, ausweichen gibt 3 Attacke und... Okay, man kann sich also sehr gut hier reinarbeiten. Wir nehmen jetzt einfach mal... Was hat das Basisangriff? Angriff plus 10. Wir rüsten das einfach aus. Scheißegal. Erhöht Eisschaden. Okay, nichts für sie. Das ist eher für die anderen. Aber ansonsten haben wir nur B-Dinger, ne? Angriff, Angriff. Anwenden ist verstärkte Spezialangriff, die Stoßkraft aller Truppenmitglieder um 8%. Anwenden ist verstärkte Spezialangriff, die Kettenangriffe, die Anomaliekontrolle auf die Anomaliekunde aller Truppenmitglieder. Okay. Kettenangriff und Ultimate, den Angriff aller Truppenmitglieder um 8. Machen wir das. LP, LP, LP. Achso, die haben dann immer dasselbe, ne? Also wenn ich einen Angriff erhöhen will, muss ich dann das nehmen. Gibt es da einen Unterschied? Keine Ahnung. Wir rüsten jetzt erstmal das aus. Und dann verstärken wir das mal auf. Sehen. Okay, bestätigen. Wenn wir es weitermachen wollen, müssen wir es upgraden. Da müssen wir erst schauen. Dann packen wir sie mal. Basisattribut. Was bräuchten wir hier? Das da. Kampfsimulation, Agentenbeförderung und Zerlegen. Okay, sie ist Elektro-Support. Ah, okay, das steht da sogar. Ah. Dann können wir ja gleich das nehmen. Folgende Effekte können bei Support-Figuren ausgelöst werden. Wobei das mit Eisschaden. Nee, lassen wir erstmal das eine. Können bei Support-Figuren ausgelöst werden. Achso, ja, das ist ja auch Support. Ist das alles Support? Support, Support. Nicht eine Durchbruchfigur. Ach so. Okay. Das habe ich noch mal mitbekommen. Wie schaut es mit ihr aus? Sieht doch auch ganz cool aus. Ist das auch ein Support? Ist auch ein fucking Support. Er ist ein Attacke. Was haben wir hier? Sie ist ein Durchbruch, sie ist ein Support und er ist eine Attacke.
Gut, ich brauche die Nicole nicht, wenn ich ehrlich bin. Sie ist irgendwie ganz cool und mit ihrer Attacke eigentlich cool, aber... Wie kann ich denn das einstellen? Achso. Select. Müssen wir halt dann mal auswählen oder so. Aber wir brauchen jetzt keine 2 Support. Na, lassen wir es erstmal. So, okay. Haben wir gemacht. Ich habe vergessen, was ich machen muss. Number 38 Combat. Ah ja, stimmt, das ist rubbellos. Hm. 300 gibt sogar 20 Dinge. Auch nicht schlecht. Ich sollte auch irgendwo einen Kaffee trinken, ne? Wo war denn das eigentlich? Hier wahrscheinlich eher nicht. Achso, ja, der Kaffeeshop war ja noch nicht offen. Shepherd. Hey, alter Freund, du sprichst selten über deine privaten Angelegenheiten. Stimmt, das ist der Typ, der uns geholt hat, ne? Dass die Verschütten von Faithern mit einigen unerwarteten Veränderungen zu tun hat. Das tut mir leid für dich. Aber es gibt noch nicht auf. Ihr habt eure Legende von Grund auf aufgebaut und als euer alter Freund werde ich euch helfen, so gut ich kann. Danke, Shepherd. Schon gut, schließlich ist meine Berufung als Vermittler dem Indernord dabei zu helfen, angenehme Benutzer zu entdecken und zu fördern. Angehende Benutzer. Das Konto benötigt angesichts seiner Kontostufe dringend eine Ansehenssteigerung. Deshalb habe ich einen etwas herausgefordernden Auftrag für dich. Wenn du das schaffst, kannst du... Hä? Egal. Zeigen, was du drauf hast. Und diesen Auftrag wurde im Visier vergeben, die kürzlich den Zuschlag für das Metro-Renovierungsprojekt erhalten hat. Ich denke, du wirst mit ihrem Angebot zufrieden sein. Überlass das mir. Ich freue mich, dass du selbstbewusst bist. Anscheinend kann ich mit bla bla bla. Okay. Den Tod entrinnen. Bestätigen. Was ist hier? Spielhalle. Muss ich das jeden Tag machen? Kriegt man dann was? Keine Ahnung. Machen wir eine Runde. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht anders. Nein! Oh, der war schneller als ich dachte. Wow. Ich bin echt schlecht in dem Spiel. Jetzt ist es nur fucking Snake, Alter. Okay. Vor allem, wenn ich schnell genug wegdrücken würde, würde ich nicht mal sterben. Aber ich fahre immer dagegen dann so. Oh! Oh, tot. Okay, nicht auch diese Prozessänderung erkannt, Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Unbekannte Herkunft gesperrt, Lösche erzwingen, Lösche, Lösche. Deine Systems abgeschlossen. Veraltete und ineffiziente Unterstützungs-Plugins wurden außer Betrieb genommen, von unerwartet Überprüfung der Aufträge und Informationen von mir Ferry durchgeführt. Gern geschehen. Aufträge von Erfassung der Verstöße gegen Höhlenangelegenheiten und Forum anonymer Haufen. Das ist allgemein bekannt, als Indernord entdeckt wurden. Indernord. Schon so, oder? Ach, keine Ahnung. Wir haben Höhleninformationen weniger als 20 MS. Die Leistung betrifft 99% aller Unterstützungs-Plugins aus New Erido. Gern geschehen. Okay, cool. Da, dem Tod entrinnen. Weiter. Du kommst raus. Dafür nehmen wir dich. Seele leckt. Sieht man auch an dem Ding. Supporting, okay. Einsetzen. Den Tod entrinnen. Befreie die in der Höhle eingesperrten Bauarbeiter. Biosignals of the trapped personnel have been detected. Please search in this area. I'll help you reconstruct the hollow path and quickly locate the trapped personnel. Schön, dass wir bald ihre wahre Stärke kennenlernen werden. Los geht's. Exploration route information updated. The trapped workers have been located. Also. Data shows they are in an unsafe environment. The rescue must be carried out as soon as possible. Return to this evacuation point after rescuing the targets.
Ja, was ist das da? Name tag verified. This is an investigator the association dispatched for this search and rescue operation. Nie gedacht, dass ich hier noch jemanden treffen würde. Ich dachte, bitte dann meine Teamkollegen, dieser Ermittler. Ich komme auf Befehl der Association hier, um Suche- und Rettungsarbeiten durchzuführen. Okay, wir werden nach ihnen Ausschau halten. Character data from investigator received. Analyzing hollow root. Exploration data updated. Scan here for nearby hollow data. Achso, jetzt geht es oben auf. Exploration route one floor above updated. Valve status analyzed. The valve opens only once sufficient gip. The lock is not smart tech, so unfortunate. 5000 Umgebung erkunden. Hä, komm ich nicht hoch? So, jetzt. Nein, nee. I have detected vital signs of non-corrupted individuals ahead. Judging by their gear, they are hollow raiders. Association data states the number of fraud cases against this group are growing every year. Please beware of manipulation. Die Lebende nahe ihr Glück. Beim Erkunden dieses Ortes habe ich ein wunderbares Werkzeug gefunden, das bei der Erkundungsaktion sehr helfen wird. Na, da wir Höllenräuber sind, kann ich es euch mit einem Rabatt verkaufen. Was meint ihr dazu? Versuchen den Preis auszuhandeln. Um Miss Ferry den heimtückischen Höhlenräuber dazu zu bereden, euch die Standardrolle seines Schatzes zu geben. Die Daten und wiederholst gegenüber Ferry, dass ihre Verhandlungsgeschick niemals für böse Absicht missbraucht werden sollte. Exploration data updated. Also ich muss zugeben, was. Let's check out the location the Hollow Raider gave us. Es macht Spaß. Achso, ich muss F drücken, damit ich zurückkomme. Das irgendwie so zu spielen, aber nur wenn halt nicht zu viel dran ist. Weil das hat mich vorher gestört beim Erkunden, weil du halt ständig irgendwas erklärt kriegst. Und ständig labert einer. Die halt echt schwebt. Die schwebt auf ihren Elektrozeug. Roger. Let's clear him out. Left on target. Off you go. Come a little closer. Ich find's cool, dass die halt auch wie so eine Geisterlady ist. Ich dachte eigentlich, die läuft halt dann rum und hau die Gegner mit ihren Puppen, aber das ist dann. We have reached a trapped worker. Searching for signs of life. Work ID 1592380. Vital signs. Highly excited. Muss eine Ohrfeige. Mensch, lebendig, gut, folgt mir. Lass uns die Erde-Reale besiegen und auf den Weg versperren. Körperlich gesund zu sein, aber mit deinem physischen Zustand musst du dich etwas in Ordnung. Ohrfeige. Ouch, that hurt. I've never been struck by a bang boo before. Sorry, I'm getting out of this hollow right now. Die Ohrfeige hat funktioniert. Thank you.
That's an area the HDD system can't scan. Scan for hollow data here too. Ah, jetzt muss ich oben wahrscheinlich wieder was aufsetzen, oder? Displaying new areas to explore. Ah, damit ich da durchkomme. Exploration route. Let's try applying this carrot data. Dieser Möhre, ja. Ah, jetzt komme ich zu dem wieder. New exploration routes detected in the hollow's upper level. So, hauen wir den Augenleib aus da. Ja, das ist dann schon ein bisschen längere Mission, ne? Nicht wie die anderen so kurz fighten, Story, tschüss, fertig. Auch so geistermäßig. Kindly fall into despair. Billy time. I'll be back. Okay. Billy, go do some repairs. Ready, I'm waiting. Left on target. So, was sagt er? We have reached a trapped worker. Searching for signs of life. Work ID 1686389. Vital signs normal. Corruption status light. Please evacuate from the hollow immediately. Ferry bringt uns hier raus. Minerva versteckt sich in einer engen Ecke und ging zu der Entdeckung durch die naheliegenden. Bemerkt Beispiel für die Selbstrettung in Höhlen, das völlig anerkennen und fördern verdient. The trapped worker has gone to a safe location. Please con- Okay. Hab ich jetzt 5? Ne, mir fehlen immer noch 5. So, Allen. Sufficient gear coins paid. Authentication successful. Opening valve. Reached a trapped worker. Searching work ID 1586305. Vital signs coma. Corruption status moderate. Please initiate treatment as soon as possible. Bring ihn zum Evakuierungspunkt. Obwohl der eingeschlossene Minenarbeiter gefunden wurde, ist inzwischen noch schlecht. Zeigt bereits Symptome einer frühen Korrosion. Bring ihn zum. The trapped worker has gone to a safe location. They found all the survivors. Time to evacuate. The trapped workers have all been rescued. Macht nur mehr einen Ort lang werden können. Okay, evakuieren beginnt. Ja, aber ich verstehe schon, muss man mögen auf jeden Fall dieses Laufen und alles. Und wir sind fast auf 10. Wobei die ersten 20, glaube ich, immer die einfachsten sind. Auf dem Parkplatz hin, dann Random Play. Wise, finally, come here. Was geht denn hier ab? What's going on? You mean these bags? They're full of broken signal transmitters that came from Bangbu. When put together, they're equivalent to several low-frequency signal jammers. With these, we can talk freely without worrying about Big Brother over there. Yeah, I mean that AI, Barry. Look, bro, we really need to talk about her. Darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Und wir tratschen über den Neuling. Oh, is it trash talk the newbie time?
Hazing is good for team morale. Glad to see you're so carefree, but this is a serious topic. It's been a while since we let Fairy participate in our proxy work, and she's independently calculated all the escape paths you've used in the Hollows lately. I'm sure you've noticed, she didn't depend on any local data, nor did she ask for any support, but she's still 270 times faster than us when generating escape paths. It's not like she doesn't need any Hollow data. She does. It's just that she can access the data she needs almost instantly. Remember how she mentioned she can access over 80% of the smart devices in the city? Looks like she was telling the truth. So, like, if we could only glimpse a corner of the Hollow before, now thanks to her, we can see the entire thing. But... Aber Faithen's Konto ist weg. But Faithen's proxy account is gone. Even if we can become better proxies ourselves, it'll be hard to get back to the level we were at before. This is really important. But right now, I want to talk to you about this fairy problem. Fairy's powers are something the elites of New Eridu would all kill for. This is way too hot for us to handle. And when she forced you to become her master, she said that you should bide your time and wait for the opportunity to complete the agreement with her, but refused to reveal anything further. Something just doesn't feel right. Aber wir können ihre Stärke gut nutzen können. But if we can make use of her abilities, we might finally get some leads on what we've been investigating. Our teacher's lifelong dream just might. Yeah. Anyway, we need to figure out where Fairy came from. Oh, ihre Lehrer? There's no rush, of course. Let's take it slow. At least she's really good at staying hidden, so we don't need to worry about hackers like last time. Versuchen wir vorerst mit ihr klarzukommen. Wie laufen die Ermittlungen? Didn't you ask the Cunning Hares to help investigate all this? How's that coming along? There's not been much progress, I'm afraid. Nicole got the Strongbox mission from an anonymous subcontractor. They didn't get to meet anyone related to the commission. She said she was gonna try looking into the Red Fang Gang a few days ago, but I've not heard back since. I doubt they'll find anything concrete. Let's just hope that they don't get themselves into any trouble. They're good at making mountains out of molehills. Okay, we've talked enough about this for today. Let's leave it at that. You've been so busy improving our reputation on the proxy network and running the video store lately, dude. Let's just chill out and watch some TV tonight. Klar. Ich finde es irgendwie erfrischend, dass das mal, nennen wir es, normale Charaktere sind. Ah. Gesamtertrag gestern 8,5. Promoter auswählen. Wir haben bloß Bamboo 18. Retro Abenteuer Fantasy. Achso, ne, warte mal. Geschäftslage. Achso, das ist ja das. Kundenverkehr. Ne, überlass es mir. Ich werde heute hart arbeiten. Retro Dokumentation. Ah, heute ist Retro gefragt. Achso, sag ich nur, wie die Sonne ist. Weiß, wirst du Fernsehen? Warum wirst du plötzlich Fernsehen? Es hat wirklich eine Menge passiert und die Wahl steht vor der Tür. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Vielleicht erfahren wir was Neues. Deswegen hockst du auch mit dem Handy davor. Immersive Handlungsmodus ermöglicht es dir, die Handlung immersiv zu erleben, einschließlich der Haupthandlung und anderer wichtiger Handlungsinhalte. Nach dem Wechsel in diesen Modus, Aktion der Hauptfigur eingeschränkt. Das Annehmen und Abschließen bestimmter Aufträge können ebenfalls vorübergehend eingeschränkt werden. Bitte aktiviere diesen Modus nach sorgfältige Überlegung. Wenn du frei handeln willst, kannst du diesen Modus nicht aktivieren. Hä? Keiner, wie es gemeint ist, go. Klar, schauen wir uns gemeinsam an. Wahrscheinlich, wenn die Story. Fernbedienung, Fernbedienung. Ah, sie hat schon angefangen. As the municipal election is approaching, the high profile civil construction project to renovate the old capital metro is now officially underway. Haben die nur einen Reporter oder so? It's our honor to interview Mr. Charles Perlman, the chief representative of the contracted company, the Vision Corporation.
Later today, Vision will be carrying out explosive demolitions near the old capital in the Metro Reconstruction Area, commonly known as Canvas Street. Could you give us a rundown on the process? Good question, young man. Ist das nicht eher ein mittelalterer Mann? Oder so? After the fall of the old capital, a number of damaged metro lines severely hindered the accessibility and urban development of New Eridu. To solve this problem, the deteriorating remnants of the old metro must be completely removed, followed by the construction of a completely new metro. Despite the cost, Vision has ordered a large quantity of high-purity industrial ether explosives for this operation. I see. But there's currently no way to pass between Canvas Street and the city, right? How does Vision plan to transport the explosives? Correct. But Vision always looks to the future. Take a look at this electronic map. We're currently located at the Demolition Command Center, at the entrance to the Dead End Hollow. And the red area on the map is the Demolition Zone. The tunnel from New Eridu to the Demolition Zone has been completely consumed by that very Dead End Hollow. However, some metro lines within this hollow are still intact. So, we decided to use a special train to transport the explosives through the hollow. We were very careful to avoid any ethereals, and finally managed to transport most of the explosives to the demolition zone. Don't worry, they won't explode without a dedicated detonator. Or a sizable external force. I really wanted to show you around, but to avoid signal interference with the blast, we've had to shield the entire blast area. Currently, only our dedicated frequency band is available for communication. All civilians have been cleared of the area, but communications are still being blocked as a safety measure? Vision has thought of all the details. That's right. That's the vision of the Vision Corporation. The well-being of everyone in New Eridu. Hat er nicht gerade was anderes an? Täusche ich mich gerade? As we had mentioned a few months ago, the Vision Corporation won the contract for the Old Capital Metro renovation project. By promising to complete the contract in less time and at a reduced cost, the Vision Corporation won the bid with a significant advantage over the highly regarded Bellabog Industries. Our special correspondent tried to contact those involved at Bellabog, but was unable to conduct an interview. Mr. Perlman, do you have anything to say about this victory over the rising star Bellabog Industries? Well, Bellabog Industries is a respected competitor we can learn from. I'm sure they'll do better next time. So, can you tell us the secret behind your reduced project costs? This shouldn't be one of the questions, should it? What do you mean? This question wasn't included in the outline you sent. Mr. Perlman, we're live right now. What Mr. Perlman means is there's no question of improper cost reduction relating to Vision Corporation. We welcome the scrutiny of all citizens. Mr. Perlman will also be on the demolition site to oversee things till the very end. Exactly. Right. I will soon be joining our technicians to take the train to the surveillance site in the blast zone. The construction site is near a hollow, and they had to relocate all those people. Companies that want to enter the TOPS Alliance sure are something else. Alert! Street cameras have identified an unknown person approaching the store at high speed. Speculation. Their video rental is about to expire. Or they are plotting against the store. It's just a customer. I'll go get the door. What? That's a strange way to say we've got a customer. Yeah!
Ne? Die Neko-Mata oder die Neko? Oh, my nose.